Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich unglaublich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Oder falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Katharina Robitzka und ich habe heute ein Shein-Haul für euch vorbereitet. Ich persönlich habe noch nie bei Shein bestellt, das hier ist also meine allererste Bestellung. Ich habe mich wirklich bis zum Schluss dagegen gewehrt, bei Shein zu bestellen, da ich halt eh nicht so der Fan bin, irgendwas online zu kaufen, also vor allem was Mode angeht, weil man die Qualität nicht sieht. Man weiß nicht, ob es einem passt und im schlimmsten Fall muss man das Ganze noch zurückschicken. Deswegen habe ich tatsächlich noch nie bei Shein bestellt, aber sehr viele von meinen Freunden haben zurzeit bei Shein bestellt und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das selber auch mal auszuprobieren. Und ich weiß, dass es sehr viel Kritik gibt, was Shein angeht, und das ist auch einer der Gründe, warum ich noch nie dort bestellt habe. Deswegen habe ich auch euch als Community abstimmen lassen, ob ihr diesen Haul sehen wollt, und die Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass ihr trotz der Kritik an Shein den Haul sehen wollt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich an mit dem ersten Artikel. Ich bin mir gar nicht sicher, was das ist, weil es noch in dieser Tüte drin ist. Also ich habe alles anprobiert und ich sag euch jetzt schon, es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich nicht wirklich zufrieden bin. Aber dafür gibt es auch Sachen, die ich echt, echt schön finde. Das hier ist das erste Teil, das ich mir gekauft habe. Und zwar ist das so eine Anzughose. Und die sind ja diesen Herbst und Winter total in. Und deswegen habe ich sie mir auch bestellt. Ich habe mehrere Anzughosen, aber eher so in den braun-beige-Tönen. Und ich habe keine einzige schwarze. Und so ein schwarzes Basic hat mir einfach noch gefehlt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mir so eine Anzughose rauszusuchen. Da war noch so etwas dran, das habe ich jetzt aber gestern abgeschnitten, weil ich die Hose tatsächlich gestern schon anhatte. Und ich habe so viele Komplimente gestern bekommen, was mein Outfit angeht. Ich liebe einfach diese Details, dieser Knopf. Sieht super schick aus, auch wie das hier vernäht ist. Finde ich, sieht echt, echt schön aus. Und unten ist sie natürlich weit geschnitten, wie es zu der Saison passt. Lasst euch bitte nicht irritieren von den Hundehaaren, die da dran sind. Ich habe einen kleinen Chihuahua und ich hatte die Hose, wie gesagt, gestern schon an. Auf jeden Fall habe ich mich verliebt in die Hose. Die ist auf jeden Fall ein Keep. Ich liebe es, wie viele Outfits ich damit rekreieren kann. Und für den Winter ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Die nächste Sache, die ich mir bestellt habe, sind so Haargummis in drei verschiedenen Farben. Ich dachte, man kann nie genug Haargummis haben. Und das hier sind genau 50 Stück. Wirklich, ich verliere jedes Mal meine Haargummis. Ich habe nie genug Haargummis. Egal, ob in einer Sporttasche, in meinem Schulrucksack, im Bad, in meinem Zimmer. Ich habe nicht genug. Und ich verliere die auch jedes Mal. Oder irgendwer fragt mich, ob er ein Haargummi haben darf. Ich gebe ihm eins, sehe die nie wieder. So, die nächsten Sachen, die ich mir bestellt habe, sind in dieser hotten Shein-Tüte drin. Die erste Sache ist so eine Sporthose. Ich persönlich bin ein unglaublicher Fan von den Leggings von Teveo mit dem Booty Scrunch. Und diese Leggings hat auch einen Booty Scrunch. Und ich dachte mir, okay, entweder ich bestelle halt jetzt schon wieder bei Teveo für, keine Ahnung, 40 Euro für eine schwarze Basic Leggings. Oder ich probiere es mal bei Shein, wo das halt nicht so viel kostet. Ich muss aber leider sagen, als ich diese Hose angezogen habe, war ich gar nicht überzeugt. Der Booty Scrunch war mir nicht intensiv genug. Wer Teveo Leggings kennt, weiß, was ich meine. Und dieser Gummi, der ist irgendwie super hoch. Ich habe das Gefühl, die Hose geht bis zu meinen Boobs. Also ich glaube, das hängt dann auch nochmal davon ab, wie man gebaut ist, also wie dein Körper gebaut ist. Sonst von der Länge wirklich passt die Hose perfekt. Auch von der Qualität habe ich dann nichts zu meckern. Natürlich ist es jetzt keine Teveo-Hose. Ich meine, es ist auch Shein. Aber sie gefällt mir tatsächlich an mir persönlich gar nicht gut. Deswegen werde ich diese Hose zurückschicken, weil mir der Booty Scrunch und der Gummi einfach nicht gefällt. Etwas, über das ich mich persönlich am meisten freue, ist hier drin. Und zwar ist das so eine Thermo-Leggings. Und wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, dass ich es liebe, Kleider und Röcke auch im Herbst und Winter anzuziehen. Und da ist eine Thermo-Leggings wirklich ein Must-Have. Und ich sag euch ehrlich, die Thermo-Leggings, die ich habe, die ist von New Yorker, die sitzt gar nicht gut. Die rutscht bei mir die ganze Zeit runter. Und ich habe die jetzt schon mal anprobiert, bin damit rumgelaufen und die sitzt wirklich sehr gut. Die hat auch so Punkte drauf. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie sie aussieht. Man sieht das jetzt gar nicht so gut, wenn ich es in die Kamera halte. Da sieht es eher schwarz aus. Aber ich zeige es euch dann auf jeden Fall angezogen. Die hat auch im Gegensatz von der Strumpfhose vom New Yorker hier wirklich einen sehr, sehr, sehr starken und guten Gummi, der auf jeden Fall an meiner Taille sitzt.
damit die Leggings halt nicht rutscht. Sonst wirklich, ich kann euch mal die Fütterung zeigen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also ich bin gespannt, wie sie sich draußen schlägt im Vergleich zu der vom New Yorker. Weil die vom New Yorker hält wirklich sehr doll warm. Also wirklich, das hält wärmer als eine Hose. Deswegen wirklich, kauft euch Thermo-Leggings, weil sie retten wirklich euer Leben im Winter. Auf jeden Fall bin ich visuell mit dieser Strumpfhose so zufrieden. Ich habe mich so verliebt. Und wenn die Qualität von der Wärme her gut ist, also es fühlt sich auf jeden Fall alles gut an. Auch der Gummi sieht wirklich vielversprechend aus. Ich hoffe einfach, dass es so ist, wie ich es mir gerade vorstelle, weil von meinem ersten Eindruck passt bei der wirklich alles. Sie ist einfach perfekt. Das nächste Teil, das ich mir geholt habe, ist ein schwarzer Minirock. Und ich sage euch ganz ehrlich, auf das habe ich mich am meisten gefreut von der ganzen Bestellung. Aber ich sage euch jetzt schon, ich bin richtig unzufrieden bzw. enttäuscht von dem Rock. Der hat hier zwar unten so einen richtig süßen Schnitt und auf dem Bild von Shein sah er auch wirklich so, so schön aus. Aber er ist mir tatsächlich zu groß. Ich habe ihn in einer S bestellt, das war auf jeden Fall ein so großer Fehler. Ich hätte den auf jeden Fall eine Größe kleiner bestellen sollen, denn er ist ein bisschen locker an meiner Taille. Auch das hier ist gar nicht hautnah und das stört mich persönlich sehr. Hier hinten der Reißverschluss, da muss ich sagen, bin ich auch gar nicht zufrieden mit der Qualität. Bei dem Preis ist das, glaube ich, in Ordnung. Aber hier hängen wirklich Nähte raus. Das ist schrecklich, wirklich. Also das, finde ich, geht gar nicht. Und deswegen werde ich den auch auf jeden Fall zurückschicken. Also an sich ein schöner Rock, ein Minirock, wie gesagt, ist eigentlich auch immer ein Must-Have im Kleiderschrank. Und ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich einen haben werde, aber dadurch, dass er mir zu groß ist und dass ich von der Qualität jetzt auch nicht so überzeugt bin, werde ich den auf jeden Fall zurückschicken. Passend zum Minirock habe ich mir noch eine Mini-Radlerhose bestellt, denn ich finde es sehr praktisch, vor allem im Sommer, wenn man dann unter den Rock oder unter das Kleid noch eine Radlerhose anzieht. Denn wenn man sich ungünstig bewegt oder sich irgendwie blöd hinsetzt, ist man da auf jeden Fall nochmal geschützt. Für die Qualität von Shein finde ich das auch wirklich sehr gut. Also der Gummi ist wirklich sehr stretchy und es fühlt sich auch sehr eng an der Taille an, was ich persönlich sehr mag. Ich habe die Hose, glaube ich, in XS bestellt. Ja, genau. Und es fühlt sich trotzdem nicht so an, wie ich es halt gerne hätte. Ich hätte es noch ein bisschen enger gern und deswegen werde ich die auch zurückschicken. Außerdem habe ich jetzt den Rock eh nicht dazu, also brauche ich die Radlerhose auch nicht. Aber theoretisch finde ich die wirklich nicht schlecht. Ihr seht das ja dann auch noch immer angezogen. Dann habe ich mir noch eine Thermo-Leggings, beziehungsweise ist es eher so eine Strumpfhose in Schwarz, bestellt. Ich packe die mal ganz kurz aus. Die ist wie eine Leggings geschnitten, also am Gummi. Der ist wirklich sehr, sehr stretchy. Seht ihr jetzt hier auch nochmal, dass der geriffelt ist. Und das erinnert ja schon sehr an den Look von einer Leggings. Aber zum Beispiel am Po und an den Füßen ist sie schon mehr wie so eine Strumpfhose geschnitten. Und ja, ich habe dafür geplant, die unter Anzughosen und Jeans runter zu ziehen, weil die halt super, super schön gefüttert ist. Also die ist wirklich so, so schön gefüttert. Es ist so weich. Ich liebe sowas. Oh mein Gott, es wird sich so bequem anfühlen. Jedes Mal, wenn ich die Strumpfhose vom New Yorker anhabe, fühle ich mich wirklich so, so cozy. Also wirklich von innen fühlt sie sich so schön an. Und das fühlt sich so ähnlich an. Also wirklich, ich freue mich unglaublich, die anzuziehen im Winter, damit mir dann nicht so kalt ist. Ich bin wirklich die größte Frostbeule aus ganz Dresden. Passend dazu habe ich mir noch Socken bestellt. Das sind, glaube ich, jeweils 6 Paare von Socken. Einmal die in so einem Creme-Weißton und einmal in Schwarz, Weiß und Beige. Die behalte ich selber und die werde ich noch meiner Oma mit zu Weihnachten schenken, denn sie liebt solche Socken. Ich kann euch mal von meinen Socken noch mal welche näher zeigen. So sehen die Socken dann von Namen aus und die haben hier so ein wunderschönes Muster oben. Also ich glaube, das sieht so, so süß aus mit Uggs, aber auch mit allen anderen Sneakern oder mit so Loafers stelle ich mir das so, so schön vor. Wenn ihr mein Christmas Wishlist Video gesehen habt, wisst ihr, dass ich euch die auch empfohlen habe für Weihnachten, denn ich glaube, solche Socken sind so ein Must-Have, die sind so süß und ich bin unglaublich froh, dass ich mir die geholt habe. Auf jeden Fall verlinke ich euch mein Christmas Wishlist Video nochmal hier in der Ecke. Das vorletzte Teil, das ich mir geholt habe, ist so ein Eiswürfelmaker und zwar in rosa, obviously. Rosa ist einer meiner Lieblingsfarben. Und zwar kein normaler Eiswürfelmaker, sondern so einer, der runde Eiswürfel macht. Da macht man dann so das Wasser rein und kann es dann sozusagen ablassen, indem man das so drauf macht.
Und ich finde das so praktisch im Sommer für irgendwelche Cocktails oder auch im Winter, wenn man sich so ein Eisbad fürs Gesicht machen kann. Das ist wirklich sehr gesund fürs Gesicht. Und deswegen bin ich unglaublich glücklich, dass ich jetzt runde Eiswürfelform habe. Das letzte, was ich bei Shein bestellt habe, sind so Haarbänder. Und zwar habe ich eins davon schon das ganze Video über lang an. Und die gibt es in vier verschiedenen Farben. Und zwar in so zwei Beige-Tönen, beziehungsweise braun und beige und schwarz und weiß. Und ich finde es wirklich so, so schön. Also ihr habt eigentlich das ganze Video schon beobachten können, wie das aussieht. Und ich glaube, durch die Farbenvielfalt, die man hier dabei hat, kann man auf jeden Fall zu jedem Outfit eine passende Farbe finden. Das war es auch schon mit meinem Video. Ich habe euch hier wirklich meine ehrliche Meinung zu den Produkten gegeben. Und es freut mich unglaublich, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr solche Videos gerne schaut, könnt ihr auch gerne meine Flohmarkt-Hauls anschauen. Die kann ich euch hier auch nochmal in einer Playlist verlinken. Falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, würde ich mich wirklich unglaublich freuen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet oder vielleicht sogar die Glocke aktivieren würdet. Denn ich freue mich unglaublich, wenn meine Community wächst. Falls es euch interessiert, versuche ich jetzt den ganzen Dezember über einen TikTok am Tag zu posten. Deswegen verlinke ich euch meinen TikTok-Account auch in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag und tschüss!